und herzlich willkommen bei den Movie Cops. Wir sind wieder da. Irgendwer war nicht da, wo wir normalerweise sind, aber ist egal. Wir sind heute im das Provisorium. Ja, im Alternativ-Mini-Studio, damit es schön kuschelig ist, weil heute wird so richtig harmonisch. Mm-hmm. Not. Das kann ich schon mal sagen. Ja, das wissen wir. Ja. Ansonsten, was haben wir getrieben die letzte Woche, abgesehen davon, dass ich das mal krank war? Ich darf auch mal. Er ist gerade joggen gegangen und er ist gerade flach gelegen danach. Ja. Coincidence. Ja. Wir haben Live-Videos aufgenommen. Ja, und zwar hat er ob früher alles besser war. Genau, ich bin im Pseudowald gehockt und habe spontan einfach mal... Also der Wald mit dem Hochhaus hinter dran. Genau, Hochhaus hinter dran. Und habe spontan über das geredet, ob man die älteren Filme alle ein bisschen durch eine rosa-rote Brille sehen. Mhm. Und so weiter und so fort. Und ich habe über Gazongas geschwätzt. Ja. Also über Gelosia. Gelosia, Vendetta d'Amore vom Alberto Barone. Ja. Sexploitation, 70er Jahre Hommage aus der heutigen Zeit, Erstlingswerk von einem Regisseur, recht. Also schaut es euch an, wir werden die Live-Videos natürlich im Post zu dieser Sendung verlinken. Ich bitte. Die moderne Technik ist super. Das ist toll, 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 toll. Und jetzt gehen wir dann tatsächlich zurück in eine Zeit, wo wir noch gar nicht geboren worden sind, weil der erste Film, den ich jetzt besprechen werde, der stammt aus dem Jahr 1974. Also da sind wir noch flüssig gesehen. Noch nicht einmal einen Gedanken gesehen. Vermutlich nicht. Der Film, über den ich jetzt reden will, ich wollte ihn gerade mal führen, ist nämlich Ein Mann sieht rot, oder im Original Death Wish mit dem Charles Bronson aus dem Jahr 1974, Regie Michael Winner, also ein richtiger Gewinner. Fünf Stutz in die Wortspielkasse, ja, sofort. Wer den Film noch nicht kennt oder wer mir jetzt die Story mit Zeit ist, es geht darum, Charles Bronson spielt einen Architekt in New York, ein glücklicher Familienvater, alles ist schön und gut, bis eines Tages seine Frau und seine Teenager-Tochter daheim überfallen werden von ein paar fiesen, also von drei Gangster, Räuber. Einer ist unter anderem Jeff Goldblum in einer von seinen ersten Filmrollen. Die Frau wird totprügelt, die Tochter ganz übel vergewaltigt und verliert durch das den Verstand. Am Bronson, seine heile Welt bricht komplett zusammen und irgendwann kommt er einfach auf die Idee, jetzt packe ich eine Waffe, gehe auf die Strasse und rotte den ganzen Abschaum aus, wo New York verunsichert. Und das macht er dann auch, indem er wirklich sprichwörtlich auf die Jagd geht, nach Vergewaltiger, Gangster und so weiter und so fort. Und er wird einen nach dem anderen in Selbstjustiz hinrichten. Und durch das wird er zum Held von New York. Und zur Inspiration für Batman? Ja, mehr oder weniger. Und vor allem, und das ist vielleicht wichtig bei Death Wish zu wissen, es ist der erste Selbstjustizfilm gewesen. Also der Film hat das ganze Genre sozusagen begründet. Mir ist gerade aufgefallen. Wie ist das Wort gewesen? Selbstjustizfilm. Genau. Danke. Es ist der erste Film gewesen, hat das Genre begründet, so nach dem Motto, ein Mann sieht rot. Also der Titel ist, ja. Geht jedem Stierkampf im Alltag so. Und was der Film jetzt, wieso der Film aus heutiger Sicht ein Klassiker ist, ist erstens einmal, er ist extremst trocken inszeniert, er ist sehr unangenehm, die Vergewaltigung von Bronson seiner Tochter ist nicht wirklich schön anzusehen. Okay, sag mir eine Vergewaltigung in einem Film, wo schön anzusehen. Ja, aber da, es ist, also man merkt, dass aus den 70er Jahren kommt, er ist sehr naturalistisch. Ich weiß langsam, warum du der Bad Cop bist. Ja, genau. Nein, was der Film wirklich zum Klassiker macht, erstens einmal, es ist einer von Bronson seiner besten Rollen. Weil er spielt wirklich den Perfekt auf der einen Seite, der Drohne, die Ehemann, Fatto. Dann merkt man langsam, wie er wirklich in das Vigilantentum übergeht. Wie er auch mit seinen Gewissensbiss zu kämpfen hat. Also nach dem ersten Mord geht er sich heim übergeben und alles drum und dran. Wie er sich dann aber zunehmend an das Zeugs auch gewöhnt. Wie er wirklich merkt, das ist seine Welt. Er wird tatsächlich dann auch im Privatleben zivilisierter durch das. Was in interessantem Kontrast ist, also er macht etwas komplett Unzivilisiertes und wird durch das zivilisiert. Und was der Film halt auch auszeichnet, ist die Kompromisslosigkeit, weil der Bronson da tut die Leute wirklich hinrichten. Also er schießt einmal mal in den Rücken, wenn es muss sein, ist egal, ob du bewaffnet oder unbewaffnet bist. Wenn du etwas Böses gemacht hast, verdienst du den Tod. Da kennt er gar nichts. Also es wird da nicht irgendwie durch den Notwehr handeln. Er handelt teilweise wirklich nicht in Notwehr, sondern er tut wirklich, hey, du hast aber überfallen. Er hat sich neue Ziele festgelegt und wird die Konsequenz verfolgen. Und auch der Schluss hinterlässt er mit einem recht mulmigen Gefühl sozusagen. Weil es hat nicht wirklich ein Happy End, sondern man weiß, er macht im Endeffekt einfach weiter und nicht mehr anders. Nämlich, vielleicht Spoiler, in Chicago. Das vielleicht noch kurz zum Erwähnen. Und die Nachfrage?
Mein Antrag ist, Amanzi Droht ist ein Klassiker, Filmklassiker, Bond seine beste Rolle, hat den ganzen Genre beeinflusst, funktioniert auch heute noch und darum gebe ich dem Film 4 von 5 Handschellen. Absolut, also eigentlich einer der besten Selbstjustizfilme, die man sich kann. Und dann nur 4, gut, bei Cop halt. Ja, also, es gibt ein paar Sachen, die mich vielleicht ein bisschen stören, aber ja, trotzdem 4, das passt. Ich muss als erstes noch etwas beichten, würde ich sagen, damit man auch das versteht, was jetzt kommt. Weil du hast jetzt gerade das Original Ein Mann sieht rot vorgestellt und deine Wertung abgegeben. Ja. Ich habe keine abgegeben, aus dem einfachen Grund, ich habe den Film nie gesehen. Und wie ihr wisst, wir geben da keine Wertung ab zu Filmen, die wir nicht ganz gesehen haben. Oder überhaupt gesehen. Oder überhaupt, ja. Da könnt ihr euch bei uns drauf verlaufen, auf jeden Fall. Und das führt aber dazu, ich hätte jetzt natürlich eben das können auslehnen und sagen, okay, ich schaue da noch schnell, aber nein. Weil wir haben jetzt ein Remake. Ein Remake mit dem Bruce Willis in der Hauptrolle, inszeniert von Eli Roth. Die, die die Movie Cops in ein paar Jahren verfolgen, die werden wissen, dass wir auf der R. Roth je länger, je weniger gut sprechen sind. Aber ich habe mir wollen, quasi jungfräuliche Sicht auf das Remake wollen erhalten, um zu schauen, wie wirkt der Film auf mich, ohne irgendwelches Vorwissen, also du was nimmst, Charles Bronson angeht. Du nimmst sozusagen die Sicht vom heutigen Publikum ein, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten, die Bruce Willis, also der Def, wie wir Bruce Willis geschaut haben, werden von einem Original nicht kennen. Weiß ich nicht mal, weil ich glaube, sehr viele Originalkenner haben von ja, aber ich denke mal, der Film ist nicht für die gedreht worden, die das Original kennen. Der ist für eine neue Generation gedreht worden und die haben eine andere Betrachtungsweise. Von dem her gesehen, du bist die neue Generation, ich bin oldschool. Genau. Und der Bruce Willis, der spielt jetzt den Dr. Paul Kersey, der kein Architekt ist, sondern ein Chirurg. Ist jetzt in Chicago. Genau. Ist ein leicht introvertierter Typ, ruhiger Typ, hat ein gutes Familienleben, hat eine Frau, eine Tochter, die gerade in der Uni angenommen worden ist und alles läuft gut, die spielt sogar Fußball. Und bis dann eben genau das Gleiche passiert, wie du vorhin schon beschrieben hast: Gangster oder Räuber, was auch immer, dringen ins Haus, wo auch nicht daheim ist. Sie tötet die Mutter und versetzt die Tochter ins Koma. Genau. Da haben wir schon mal kleine Unterschiede. Ja, es findet keine Vergewaltigung statt, sie wird geprügelt, Mutter wird erschossen. Ja, also die Vergewaltigung, sagen wir mal, ja. Lassen wir das, da müssen wir gar nicht mehr ins Detail gehen. Der Punkt ist aber, der Dr. Paul Kersey, er vertraut eigentlich im ersten Moment auf die Polizei, bis er dann irgendwann sieht, hey, das kann es doch nicht sein, dass jeder Dottel mit allem davorkommt und ich kann nichts dagegen machen. Und ich muss einfach nur leiden, weil mein Leben ist zerstört, meine Familie ist zerstört, meine Tochter ist seit Monaten im Koma und ich weiß nicht, ob die jemals wieder aufwacht. Und dann macht es irgendwann Klick, er sieht auch wieder, wie einer verprügelt wird auf der Straße und dann greift er ein. Eigentlich mehr spontan im ersten Moment. Und dann kommt er aber in eine Spirale rein. Und dann auf die Idee kommt, hey, ich habe ja eine Waffe, bla bla bla, ich besorge mir Waffen und ich... Und ich bin nicht der Dümmste, ich kann auch selber kombinieren und macht sich auf die Jagd. Nach denen, die sein Leben zerstört haben. Und das ist genau der grösste Kritikpunkt, den ich am Deathwish gif, unter anderem. Weil der Bronson die Mörder von seiner Frau tut, und das ist jetzt halt ein Spoiler, tut bestrafen. Beim Original... Der Bronson? Nein. Der Willis. Im Original... Der Willis halt auch. Ja, im Original hat der Bronson nie eine Chance, an die Gangster ranzukommen, weil die tauchen gar nicht auf. Sie sind einfach wirklich ein willkürliches Opfer seiner Familie. Und da hast du wirklich das üble Gefühl, da gibt es keine Rache, da gibt es keine Genugtuung, nichts, sondern es ist wirklich einfach willkürliches Opfer von einem Verbrechen. Du kannst es nicht aufklären, er findet immer... Du willst ein Vigilante und voilà. Genau. Aber wieso ist das negativ? Weil, sagen wir es mal so, wenn man jetzt genau das Dumpf genau gleiche gemacht hätte wie im Original, wären wieder alle gekommen und gesagt, das Remake wird kommen. Ja, aber es ist ein Hollywood-Ding. Und das andere ist, ich als Zuschauer, ich will die Genugtuung von der Gerechtigkeit haben. Das tut mich als Zuschauer viel mehr befriedigen als einfach so ein nihilistisches Werk, das mich einfach nur will fertig machen. Dann musst du aber kein Tattoo verfilmen. Dann musst du wieso nicht? Weil es doch halt anders gesagt, der Film. Warum? Weil es hat genug Parallelen zum Deathwish nennen. Sagen wir es mal so. Der Deathwish ist im Vergleich zu dem letzten Eli Roth Machwerk definitiv die beste Film, die man zu den Jahren dreht. Das kann man so sagen. Knock Knock Katastrophe, Green Inferno Katastrophe, bla bla bla. Er hat sich ein bisschen rehabilitiert für diesen Film, aber da muss er noch ein paar nachliefern, um das eigentlich wieder gut zu machen. Aber im Endeffekt ist es einfach ein handwerklich solider Actionfilm, weil auch der Bruce Willis, auch seine Selbstjustiz, findet meistens in Notwehr statt. Also, okay. Wo schießt er einen in den Rücken, wo irgendwie, oder wo tut er einen abknallen? Ich sag nur,
Auto, Garage, Kette, Frostschutz. Ja, das, aber das ist nein, Bremsflüssigkeit. Ja, aber das ist ein Mörder von seiner Frau. Das ist dann wiederum. Okay. Ja, und genau. Aber wobei die Szene finde ich dann auch wieder recht aufgesetzt, weil das ist dann so, ey, wir müssen unbedingt noch eine so ultra krasse Splatter-Szene rein. Nein, überhaupt nicht. Das macht voll. So Torture-Porn reinmachen. Erstens einmal tut sich das Torture-Porn da recht in Grenzen halten. Zweitens macht es im Kontext von seinem Beruf absolut Sinn, dass er das kann, weiss und darum auch macht, wenn er an die Info will ankommen. Und ich finde es dafür, eben, dass es nicht so ausgeschlachtet wird, tut auch das Finale unterstreichen. Weil das Finale ist zack, bumm, fertig. Ja. Aber und das finde ich richtig geil. Ja. Also ja, richtig. Wobei im Finale kommt dann nie irgendwelche Spannung auf, was das anbelangt. Weil eben genau die... Doch, von der Lift-Szene an ist Spannung aufgekommen. Ach, weil es ist von Anfang an komplett überlegen. Nein, im Gegenteil. Also der macht die ganze Zeit Fehler und hat auch noch Glück dazwischen. Ich sage nur Stichwort Bowlingkugeln. Ja, okay, das ist okay, die Zufallsding, die da eigentlich... Das wäre eigentlich jeder normale Typ wäre tot. Das ist nicht so ein Punkt, die Zufallsgeschichte, es rollt gerade Bowling googeln, aber wenn der Böse wie schießen will. Das es gibt zwei so Zufallmomente. Ja, und dann, aber eben... Und der Vincent D'Onofrio wertet den Film massiv auf. Die Gespräche zwischen den zwei Brüdern, der Vincent D'Onofrio spielt den Bruder von Paul Kersey, und die Gespräche finde ich absolut geil, auch wie er mit der Polizei schwatzt und so, absolut geil. Ich finde es ein bisschen schade, dass man dort ein paar Szenen ein bisschen gekürzt hat, weil wenn man die geschnittenen Szenen auf der Blu-ray anschaut, da finde ich, warum hat man jetzt das Gespräch mit der Polizei dort den Ausgang davon rausgenommen? Zur Ehrenrettung muss ich auch sagen, der Bruce Willis ist ausnahmsweise wieder mal halbwegs erträglich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er halbwegs wieder mal ein bisschen Lust gehabt, den Film zu machen. Ich habe nur die ersten 5 Minuten gedacht, aber dann habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt und gefunden, er macht es eigentlich sehr gut. Aber es fehlt mir im Endeffekt das Charisma von Charles Bronson, das muss man ganz klar sagen. Er ist kein Bronson, aber... Nein, er ist okay. John McClane. Das ist, ja, das ist okay. Nein, ich finde einfach, sagen wir so, ich würde jetzt, wenn man den Deathwish einfach anschaut, ohne das Original zu kennen, hat man sicher einen recht soliden Actionfilm. Nicht weltbewegendes. Doch, man hat einen spannenden Action-Thriller mit einer gesunden Portion Härte, nicht zu viel, nicht zu wenig. Mit einem gut aufgeleiteten und gut, so gut spielenden Bruce Willis, wie auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Auch wenn er nicht perfekt spielt, weil er ist nicht der perfekte Schauspieler. Aber für seine Verhältnisse spielt er doch verdammt gut, würde ich sagen. Und wenn man das Original kennt, dann muss ich sagen, Eli Roth hat wieder mal nicht verstanden, was er treibt. Eli Roth hat für mich... klassischer Rache-Thriller 3, wo es dann auch wirklich zur Rache kommt. Ja, aber ohne Esprit. Er hat nicht wirklich viel, er hat es verwässert, er hat nichts Neues reingebracht. Also im Original hat er es extremst verwässert. Er hat es extremst durch die... Die ganzen Online-Geschichten, die noch dazukommen. Das ist ein nettes Zugeständnis an die neue Zeit. Das finde ich nett. Und das finde ich sehr schön eingebaut. Und wie sie dann diskutieren, die Argumente, die die Leute bringen. Ist man jetzt für Selbstjustiz? Ist man dagegen? Warum? Was ist besser? Das ist ein bisschen also, viel als das Original. Und das habe ich hoch. Aber interessant Ganzen, ja, eben, ich muss sagen... Jetzt auch noch ein nettes Special Feature auf der Blu-ray, da kann man sich die Sachen, die Online-Sachen am Stück anschauen, zusammen. Okay. Dann kannst du jetzt mal die ganzen Gespräche durchschauen, dass es dann auch nicht so zerstückelt halt, dann ist das Ganze kompakt am Stück, das ist noch toll. Das Traurige ist einfach, ich denke, Eli Roth ist sicher der Meinung, er hat voll ultra krasse Filme gedreht, mit voll der Meta-Ebene und allem drum und da, wie er immer gerne in Interviews betonen tut. Aber hat er in dem Moment dort auch, muss ich sagen? Nein, hat er nicht. Doch. Nein, hat er nicht. Nur weil du sie nicht willst sehen, weil du sagst, Scheissdreck, der rächt sich ja wirklich, statt dass er einfach auf los ist. Ich meine, wenn er mit anderen Selbstjustizfilmen anschaut, dann muss ich sagen, also mit aktuellen, ist der Deathwish von Eli Roth immer noch weit dahinter. Da hat es andere gegeben, die haben das Thema viel besser angepackt. Zum Beispiel? Zum Beispiel der Ding da mit dem Gerard Butler und dem Jamie Foxx, der Law Abbott. Law Abiding Citizen, ja. Leck ist. Den finde ich bis auf den Schluss, die Schlussszene, wo definitiv die Eier fehlen, finde ich den um Länge besser als der Deathwish. Er hat die bessere Schauspieler. Naja, schon, er ist viel besser inszeniert, er ist viel kompromissloser. Er hat mehr Budget gehabt, ja. Das einzige, der Schluss hat mich aufgeregt, weil er dort einfach nicht durchgezogen hat, was er angekündigt hat. Eben, also der ganze Film durch wird schickerig gemacht auf ein Ende, das dann nicht kommt. Ja, aber dafür... Und darum muss ich sagen... Ja, Deathwish ist aber genauso. Und der Film ist mir gehypt worden wie die Sau. Vielleicht ist auch das ein Punkt, das muss ich zugeben. Ich meine, Law Abiding Citizen damals, der Film musst du sehen, super toll. Und ich bin massiv enttäuscht gewesen. Jetzt bei Deathwish... Das Gegenteil. Alle so, braucht kein Mensch, scheiß Remake, hat nichts verstanden, so wie du eigentlich. Nein, wobei. Und dann habe ich ihn geschaut und gefunden, was, das ist geil. Ja. Zur Ehrung müssen wir vielleicht auch noch sagen, wir könnten eigentlich auch den Deathwish, ob es jetzt ein Remake ist, kann man tatsächlich auch noch darüber streiten, weil im Endeffekt ist es einfach nur eine weitere Verfilmung vom gleichen Roman. Also es basiert eigentlich nicht auf dem Film, sondern eigentlich auf dem Roman. Oder das Phänomen oder was man Genau, aber auch dann finde ich, ist es nicht sonderlich gelungen. Auch dann ist ein Film, wo mich... Eben, ich habe mich unterhalten gefühlt im Vergleich zu den letzten zwei Eli Roth-Filmen, ist das schon mal um Welten besser.
Aber, also ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns sicher einig sind. Ja, ja. Ja. Wir sind uns ja auch einig, was Green Inferno angeht. Und Knock Knock. Da ist... Herein. Da ist so eine Katastrophe. Da ist so eine Katastrophe. Knock Knock, who's there, a movie you shouldn't have watched. Das ist eine Katastrophe. Es ist so. Also, wie sieht denn dieses Urteil aus jetzt von der Readaptation? Also ich beurteile jetzt Dead Wolf absichtlich nicht im Vergleich zum Original, nennen wir es so, sondern als separater Film. Und ich gebe ihm ganz zweieinhalb von fünf. Ganze zweieinhalb? Also ja, zweieinhalb. Und würden jetzt mit dem Original vergleichen, würden auf eineinhalb ansetzen. Auf eineinhalb? Ja. Also, als jemand, der mit der Originalreihe nichts am Hut hat, weil er sie schlicht nicht gesehen hat, auch wenn ich muss zugeben, ich will sie jetzt sehen, vielleicht ändert das dann mein Urteil oder meinen Urteilsantrag, aber so, wie ich den Film jetzt geschaut habe und wenn er noch tagelang nachgekalt hat, wenn ich sogar innerhalb von 3 Tagen 2 Wochen schaue, ohne dass ich ihn langweilig gefunden habe. Schaffst du das noch? Komme ich nicht umhin, ihm eine ähnliche, nicht ganz die gleiche, aber eine ähnliche Wertung zu geben, wie du vorhin im Original, das und zwar knapp die 4 von 5 Handschellen. Bist du wahnsinnig? Bist du so... Ei. Eli Roth, wie viel Geld hätte Eli Roth gegeben, dass du das so bewertest? Nein, das tue ich jetzt mit ihm noch besprechen. Wenn er das sieht, dann schreibe ich, okay, was zahlst du jetzt? Wie viel Mal hat er da auf den Kopf knockt? Das ist schnell echt. Nein, er hat mir das Green Inferno angeschaut. Ey. Das Green Inferno in einem Green Room. 4 Handschellen für so einen Mist. Knapp mit 4, habe ich gesagt. Ist egal, trotzdem 4. Ja. Das ist doch unglaublich. Gut gespielt, gut produziert für das Budget. Super Sache. Ja, spannend. Das ist gut. Er hat die dort, wo sie muss sein. 2 Zufallsmomente, druck ja beide Augen mal zu, gib ihm zu. Und so kleine Cojones. Hm? Ja, aber ja, ist okay. Kann nicht jeder so untervögelt sein. Jetzt bin ich wieder dran. Deathwish ist ja damals, also mit Charles Bronson, ist damals ein richtig großer Kino-Hit gesehen. Da bist du gar noch nicht auf der Welt, kannst du gar nicht sagen. Es ist ein Kino-Hit. Er erzählt einfach die ganze Zeit irgendetwas, wie toll das ist. Und ja, es ist ein Kino-Hit gesehen. Und damals in den 80er Jahren, anfangs der 80er Jahre, wo Bronson seine Karriere langsam ein bisschen in Schlingern gekommen ist, auch wegen dem Alter und allem drum und dran, hat er sich dann dazu entschieden, okay, ich mache eine Fortsetzung von Deathwish. Also auch wieder der Michael Winner, der seine Regiekarriere hat auch schon bessere Zeiten erlebt gehabt. Dann sie Deathwish 2 gemacht, wo eigentlich direkt nach dem ersten Teil ansetzt, wo am Geist vom Original noch recht treu bleibt. Also du hast immer noch, er packt das Selbstjustizthema immer noch recht seriös an. Das war dann übrigens der Film, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich hab's mal so. Genau. Er packt das Selbstjustizthema immer noch recht seriös an. Ist damals auch ein recht grosser Kinohit gewesen, produziert übrigens von Canon Films. So, dass natürlich dann auch Canon Films gesagt hat, okay, wir brauchen einen dritten Teil. Auch wieder mit Charles Bronson, auch wieder Regie von Michael Winner. Und dort hat seine Seriosität langsam damit aufgehört, weil da hat der Bronson, spätestens ab dem dritten Teil, hat der Bronson dann nur noch einen Autopilot geschaltet. Also er hat einfach nur noch eine eiserne Mimik gehabt. Da wird er, ich glaube es ist New York, er kehrt zurück nach New York, wird er als komplett versucht Gangland dargestellt, regiert von irgendwelchen Drogengangs und alles drum und dran. Und man kann es wirklich wörtlich nennen, wenn ich jetzt sage, er erklärt ihnen am Schluss den dritten Weltkrieg, weil was am Schluss abgeht mit Bazookas und weiß ich nicht was. Es ist, also der dritte Teil ist eigentlich ein Comic, wo die ganze Selbstjustizzeile komplett nur noch zum Selbstzweck. Bazookas erinnert mich schon wieder an Falling Down, wie auch der Polizist im. Also eben, wo die ersten 2 Teile das Thema noch irgendwie kritisch haben versucht aufzugreifen, wird es ab dem dritten Teil wirklich nur noch ich knall alle Bösewichte ab, bla bla bla, das wird im Hinterfragt, das wird, ist alles toll, alles super. Und das ist dann besser, als ob ich es mit Subtext schreibe? Nein, das ist dann nicht mehr besser, das ist dann einfach, ab dem dritten Teil wird es halt trashig. Okay. Das muss man also wirklich sagen. Und eben der Bronson spielt nur noch im Autopilot. Das gleiche trifft dann auch für Deathwish 4 zu, wo auch wieder nicht mehr von Michael Winner inszeniert wurde. Ich weiß es gar nicht, wer jetzt da Regie geführt hat. Aber auch wieder Bronson, Selbstjustiz, bla bla bla. J. Lee Thompson. Genau. Er nimmt ein bisschen zurück. Ja, aber im Endeffekt eben Subtext und so fehlt auch wieder. Man muss einfach sagen, der Bronson hat mit den Deathwish-Filmen eigentlich sozusagen seine seine Herbsttag finanziert. Ja, er hat es einfach gemacht des Geldes willen, also es ist nicht mehr wirklich ein großer Anspruch dahinter gesehen. Das gleiche gilt auch für Deathwish
5. Er hat sich den Lebensabend finanziert. Ja, ja, finanziert, ja genau. Das gleiche gilt auch für Deadwish 5, wo ich glaube der Bronson ist da auch schon auf die 70 zugesehen, wo er da gedreht hat. Und auch wieder eben Selbstjustiz, bla bla bla, Leute abknallen und so weiter und so fort. Aber wenn man diese Art von Film mag, dann ist das, macht das Spass. Es ist doch zumindest die Mutter aller Selbstjustizfilme. Es wäre dann noch ein 6. Teil geplant gewesen, der ist dann aber nie zustande gekommen, weil der Bronson einfach irgendwann mal gestorben ist. Ich glaube, wenn er nicht gestorben wäre, würde er heute noch den FSC-Film drehen. Also was mir jetzt gerade auffällt von den Bildern, von der Backcover her, im 5. Teil hat er wieder eine Krawatte an. Also voll resozialisiert. Nein, aber es ist im Endeffekt wirklich so... Das ist so der Barney Stinson-Teil, oder? Die Deadwish-Filme haben wirklich das Image von Bronson geprägt, dass er eigentlich Film macht, wo es um Selbstjustiz geht. Er hat dann auch noch andere Filme gemacht, wie Murphy's Law und so weiter und so fort, wo ich auch Selbstjustiz zum Thema habe. Also von dem her gesagt, ist dann wirklich so in seinen letzten 15, 20 Jahren von seiner Karriere wirklich eigentlich nur auf solche Filme beschränkt sind, mehr oder weniger. Bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen. Ja. Wer es mag, findet es gut. Kannst du irgendwie so einen Urteilsantrag für die ganze Reihe, so sagen wir mal Teil 2 bis 5? 2 bis 5, aber am ersten habe ich ja 4 von 5 gegeben. Oder sagen wir, wenn du sagst, ab Teil 3 kannst du Teil 2 noch separat nehmen. Ja, also der zweite Teil ist sicher noch 3,5 von 5. Der dritte ist eher trashig angehaucht, darum würde ich da sagen 3. Und das, der Rest bleibt dann immer so bei 3, würde ich sagen. Wenn man einfach dann nur noch so ein bisschen trashige Action will haben. Und also von 4 zu 3,5 zu 3 und ja, das stabilisiert. Ja, aber man muss es dann auch wirklich mögen. Also man darf das auch keine moralischen Bedenken haben, dass halt da wirklich nur noch Selbstjustiz ist toll, bla bla bla. Ja. Aber ja, man kann Spaß haben damit, definitiv. Und weil Selbstjustiz so toll ist, verlosen wir dir Film jetzt auch. Nein. Das ist. Nein. Das könnte uns moralische Probleme geben. Aber wir verlosen trotzdem. Genau. Aber Selbstjustiz ist nicht toll. Re-Adaptation natürlich nicht. Das natürlich ist. Nein. Irgendwann haben wir eine Exekutive eingerichtet, genau. Und die sollen wir auch respektieren, die sollen ihren Job machen und auch können machen. Die tut exekutieren. Vor allem sie Exekutive. Ja, ja, Judge Dredd haben wir noch nicht. Das ist auch gut, dass wir das noch nicht haben. Ja. Aber wenn ich. Der Film ist super. Gut, jetzt mit. Zuerst mal verlosen wir zweimal die Amaray Blu-ray vom neuen Death Wish mit Bruce Willis. Ja. Und die Frage, die ihr dafür beantwortet, um den Film zu gewinnen, ist: Wer spielt denn im Film den Bruder vom Dr. Bruce Willis? Und dann verlosen wir jeweils zweimal auch, also ein Packli bestehend aus Death Wish 2, 3, 4 und 5. Auch in der Amarays, also nicht in den Mediabooks, die wir gezeigt haben. Und dort dafür müssen wir eine folgende Frage beantworten. Wer hat bei den ersten drei Death Wish-Filmen den Regie geführt? Das ist machbar. Und ihr könnt natürlich an beiden Wettbewerben mitmachen. Natürlich. Also, auch mit zwei separaten. Richtig. Aber oder ihr könnt nur einen Wettbewerb-Frage beantworten, dann könnt ihr einfach für das jeweilige Ding mitzählen. Ja. Und die, die finden, nein, Amarey will ich nicht, oder die dann halt nicht gewinnen, also ich weiß nicht, gibt es die noch? Die gibt es noch, aber es gibt unterdessen von NSM auch Death Wish Collection, genau, also auch ein Mediabook, wo dann gerade alle 5 Teile drin sind. Also hat NSM wirklich, also ja, für Fans von Death Wish, glaube ich, das Beste rausgebracht, was man kann haben. Ja, kann man so, ja, kann man so stellen. Ja, das ist gesehen. Also jetzt haben wir irgendwelche alte Schinken, die auch toll findet, und einen super neuen Film, wo ich nur so empfehle. Ich könnte selber entscheiden, wer einen besseren Filmgeschmack hat. Das hat mit dem zwar so viel zu tun wie Hochhäuser mit Äpfel, aber das spielt auch keine Rolle. Du hast mir meine Sache als alte Schinken bezeichnet. Es, es sind alte Schinken. Es ist ein gut gekriegter Rot. Schau jetzt, mein Oberschenkel ist ein alter Schinken. Der Film ist älter. Ja. Es ist also ist er sogar ein steinalter Schinken. Ach, okay, es gibt noch ältere Filme, natürlich. Natürlich, ja, noch viel, viel ältere Filme. Ja. So. Aber die hast du natürlich alle auch. 850 Jahre. Nicht? Nein. Ja, so Stop Motion, so mit Höhlenmalerei, ja, wenn du so Platte über den Kopf hast, schnell nachher. So ein Beispiel. Da läuft dir dann auch ein Film von der Augen ab. Nein, also. Hoch, aber ist okay. Auf Welle? Dass du die alle nicht gesehen hast. Das stimmt. Also keine alten Filme. Das wüsste ich aber. Weißt du, der größte Fan von Ben Hur und von Winde von Ed? Ja, sicher nicht. Aha, seit wann? Was? Ja. Du kennst mich eben nicht, das ist der Punkt. Okay. Nur mal, weil ich Western nicht gerne einen Kriegsfilm kacke finde, weil ich finde, wir haben schon viel zu viel Krieg in dieser Welt. Da gerade. Aber ich ist eh so drauf, der ganze. Das hat er ja heute gemerkt, oder? Das verdienen wir das nächste Mal über Ben Hur, von mir aus. Ja, vom Timo Beckmann mit doch. Nein. Ja, natürlich. Nein, natürlich der mit der Armbanduhr und dem Flugi und so. Nicht ganz. Doch. Okay.
Das wird ja auch noch Kommunismus für den Film, den ja, gesehen. Okay, ja, okay. Da weiß ja jeder. Also wenn du das nicht mehr weißt, dann hast du ihn nicht gesehen. Es langt für heute. Ja. Bis zum nächsten Mal.